put on your house shoes. So here we are then, my little Ausländer, your first day as an aspiring German. You'll have woken up in your bed, where you were nestled safely in a firm, practical mattress. Now you'll need to carefully make up your half of the bed. You should be sleeping in a double bed made of two single mattresses and two single duvets. What it lacks in nocturnal romance, it more than makes up for its practicality, the most prized of German possessions. Now careful, don't step off the Bettvorleger yet. There is a very high chance that the floors will be ever so slightly colder than you would expect. So cold that you might go into some kind of morning shock. That's why you need house shoes. They are staunch requirements of Germanism. How to be German, eines meiner Lieblingsbücher, das ich mit den Leuten, die Englisch lernen wollen, immer lese. Auf der Rückseite sieht man die deutsche Version. Laut lesen ist eine wichtige Sache, wenn man Fremdsprachen lernt, weil das Gehirn sich dann an die eigene Stimme in der Zielsprache gewöhnt und das Sprechen ist immer das Anspruchsvollste. Denn ein Wort, das wir einmal gesagt haben, kriegen wir nicht mehr zurück, das ist raus und wir geben etwas von unserem inneren Preis und sehen unmittelbar eine Reaktion der Umwelt. Beim Lesen, Schreiben oder auch beim Zuhören können wir immer noch mal korrigieren, noch mal nachlesen, beim Sprechen geht das nicht. Deswegen ist es wichtig, dass ihr von Anfang an immer laut lest, viel lest, am besten so 15 bis 20 Minuten pro Tag, idealerweise vorm Einschlafen, das habe ich in dem anderen Video ja schon genannt. Heinrich Schliermann, der Archäologe, der Troja entdeckt hat, hat an die 20 Sprachen gelernt, indem er einfach nur laut gelesen hat, eine Stunde am Tag. Und dann hat er in 3 Monaten eine Sprache gelernt. Eine Stunde ist echt lang, aber so 15 Minuten, die solltet ihr schon euch Zeit nehmen, um laut zu lesen. Probiert's aus.